Es gibt Momente und Situationen, auf die können wir auf Reisen oder im Campingleben gut verzichten. Das sind nämlich die Momente, in denen uns etwas kaputt geht. Kleine Dinge oder große Dinge. Viele von uns haben eine kleine Auswahl an Werkzeug dabei. Wir möchten euch in diesem Video zeigen, was wir so mit uns rumschleppen. Viel Spaß dabei! Schauen wir uns doch mal an, was wir so an Werkzeug mit uns rumschleppen. Wir haben einen großen Werkzeugkoffer. Darin ist ein Ratschenkasten mit einer 1/2 Zoll und einer 1/4 Zoll Ratsche. Ein ganzes Sortiment an Zangen, ein Metermaß, ein Multimeter, um auch mal ein bisschen was Elektrisches durchmessen zu können. Schraubendreher, Flach, Kreuzschlitz, Torx, Inbus, alles dabei. Kleine Teppichmesser oder Messer, Ring. Schlüssel, Maulschlüssel, ein ganzer Satz. Dann gibt es noch einen kleineren Werkzeugkoffer. Das ist ein Sammelsurium aus Fahrradwerkzeug, Fahrradersatzteilen, Elektrowerkzeug und entsprechend Elektroersatzteilen, wie zum Beispiel Sicherung und Leuchtmittel. Ganz wichtig, was in keinem Camper fehlen darf, ist Panzertape für Dinge, die locker sind und nicht locker sein sollen. Und WD-40 für Dinge, die locker werden sollen, die festsitzen. Dann haben wir noch dabei einen kleinen Schraubendreher mit dazugehörigen Bitsatz. Einen größeren Schraubendreher, einen Impact Driver, den haben wir auch noch dabei, um zum Beispiel auch mal größere Schrauben in den Boden eintreiben zu können. Dichtstoffe von verschiedenen Herstellern, um auch mal ein Dachfenster dicht machen zu können. Mehrere Hämmer und auch mehrere Spanngurte. Das hier ist nur eine kleine Auswahl von dem, was wir so mit uns rumschleppen. Ja, wir wissen um die Gewichtsproblematik von vielen Campern und wie sehr wir mit unserer Zuladung doch aufpassen müssen, dass wir nicht überladen sind. Aber ich denke, eine kleine Auswahl an Werkzeug sollte jeder dabei haben, um auch mal selbst Hand anlegen zu können. Ein Satz Schraubendreher, Schlitz, Kreuzschlitz, ein Satz Schraubenschlüssel oder einen kleinen Ratschenkasten. Sicherung solltet ihr auf jeden Fall dabei haben. Kleine und große für Fahrzeug und Aufbau und auch Ersatzleuchtmittel für das Basisfahrzeug und auch für den Aufbau, denke ich, sollten zu jeder Grundausstattung Werkzeugersatzteile gehören. Mich würde interessieren, was habt ihr denn an Werkzeug dabei? Wie gut seid ihr handwerklich aufgestellt? Was macht ihr selbst an eurem Camper? Schreibt es uns doch mal unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, Abo dalassen, Daumen nach oben, das hilft uns ein bisschen bei YouTube. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren Reisen, beim Campen, kommt immer unfallfrei und pannenfrei wieder zurück. Tschüss, bis zum nächsten Mal.